Und das Klettern ist, ihr seht schon, das sieht jetzt relativ leicht bei mir schon aus, weil ich da schon ordentlich Spielzeug auf dem Puckel habe. Auch wenn ich hier gerade ein bisschen faile, aber also es macht schon Spaß, muss man echt sagen. Also das Klettern ist mehr so Nachdenken. Bei Assassin's Creed läuft man ja zum Beispiel sehr einfach straight. Hier muss man sehr oft nachdenken und den entsprechenden Weg suchen. Das hat man bei Assassin's Creed manchmal auch, aber hier besteht das Spiel halt größtenteils aus, auch wenn es jetzt hier im Zusammenschnitt vielleicht nicht so wirkt, aber das Spiel besteht größtenteils auch, ich muss jetzt hier einen riesigen Raum überwinden, ja, und den Weg quasi da rausfinden. Das ist eigentlich so das Hauptelement des Spiels. Ja. Die Kämpfe sind eigentlich mehr im Hintergrund. Man hat zwar ab und zu ein paar Kämpfe und ein paar Gegner, aber das ist definitiv nicht der Hauptteil des Spiels. So, jetzt seht ihr, jetzt habe ich mal wieder vier Gegner, wieder auch einen dicken dabei. Und ich mache das, was ich die letzten Male auch gemacht habe. Ich haue sie erstmal zu Brei, aktiviere meinen Wirbelsturm, sie liegen alle am Boden und ich kann sie schön einen nach dem anderen finishen. Wie gesagt, es gibt da noch eine Menge andere Abilities. Ich kann euch auch nur raten, die alle mal auszuprobieren. Man kann die auch, je länger das Spiel dauert, alle nacheinander freischalten. So ist das nicht, also ist jetzt nicht auf eine beschränkt. Aber ja, ich habe erstmal meine gemaxt halt. Und ihr seht ja, wie stark die nachher wird, ne? Also wie gesagt, ich habe jetzt die letzte Stufe gar nicht mehr drauf. Die letzte Stufe geht halt richtig ab. So, jetzt hier zum Schluss nochmal ein kleines Beispiel mit dieser Time-Shift-Funktion, möchte ich es mal nennen. Das kennt ihr aus den vorherigen Teilen auch. Hier, jetzt habe ich es verkackt, bin in eine Falle reingelaufen. Jetzt drücke ich einfach die R1-Taste, ja? Und das kennt ihr auch aus dem Film. Spule die Zeit zurück quasi. Das kann ich so lange machen, wie ich Mana habe. Das sind diese kleinen Punkte links oben in der Anzeige, diese blauen Punkte. Jetzt schaffe ich's und öffne das Hindernis und kann quasi jetzt weiterlaufen. Was hier auch Sinn macht, mal als kleinen Tipp für euch, bitte haut alle Truhen und so weiter kaputt, weil da wirklich Lebens- und Mana-Punkte drin sind. Die braucht man einfach, gerade die Mana-Punkte. Weil die Fallen manchmal ganz schön ätzend sind, die sieht man manchmal nicht kommen. Da sollte man immer so eine Möglichkeit haben. Gut, liebe Leute, wir gehen jetzt mal zur Bewertung. Während der Prinz hier auf dem Balkon steht und runterstrullert, gehen wir zur Bewertung. Ja, meine Lieben, da seid ihr wieder. Mensch, habe ich ein Glück, dass ihr immer noch zuguckt, ja. Laut den YouTube-Statistiken sind ja die meisten von euch haben jetzt schon ausgeschaltet. Ja, wir kommen zur Bewertung, würde ich sagen. Das war das Infomaterial zu Prince of Persia. Und wir bewerten das Spiel auch im Stevenio Game Test. Und zwar für die PlayStation 3. Entwickler ist, ich habe keine Ahnung, wer Entwickler ist, aber Publisher ist auf jeden Fall Ubisoft. Obwohl, ich glaube, Ubisoft entwickelt ja selber. Also ist Publisher und Entwickler Ubisoft. Ah, oh, habe ich gerade nochmal den Bogen gekriegt für eine Community. Ja, also wir kommen mal zur Bewertung, würde ich sagen. Wir fangen mit dem Positiven an. Positiv ist auf jeden Fall, das muss man einfach sagen, ich habe es im Vorfeld schon besprochen, dass, wenn da Prince of Persia draufsteht, ist da Prince of Persia drinne. Das heißt, wenn ich mir das Spiel kaufe, ist mir vorher klar, was ich will. Und genau das bekomme ich. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel den vorletzten Teil, ich glaube, die Sense of Time, wo ja auch der Film nachgemacht wurde, gespielt. Und von daher hatte ich so das Gefühl, Mensch, das kennst du ja alle schon, ja. Habe mich da sehr schnell zurechtgefunden. Und muss auch sagen, dass es spielerisch halt keine großen Unterschiede gibt dazu, zu den vorherigen Teilen. Und das ist man, findet man als Fan, glaube ich, positiv. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, da kommen wir später zu, im negativen Bereich, ist irgendwie was Neues zu sehen. Ja? Positiv ist auf jeden Fall auch die Grafik. Ich finde, es hat sich optisch sehr, sehr schön entwickelt. Wenn man das mit älteren Teilen vergleicht, sieht das sehr, sehr schön aus. Die deutsche Synchro finde ich ehrlich gesagt durchschnittlich, aber okay, das ist ja nur so eine Nebensache. Im Englisch klingt es dann schon besser. Also wie gesagt, es ist ein rundes Spiel, es gibt natürlich keinen Multiplayer-Modus, ist ja klar, es ist ein reines Singleplayer-Game. Und wenn man auf diese Art, auf dieses Spiel, Prince of Persia und auf dieses Prinzip steht, ist das natürlich das perfekte Spiel. Das heißt, man kauft ein Spiel, worauf man Lust hat, man weiß, was einen erwartet und genau das bekommt man auch, ja. Und ja, wie gesagt, die Leute von euch, die das mögen und das schon über Generationen spielen, werden nicht enttäuscht sein von dem Spiel. Ja. Dann gehen wir mal zum Negativen. Das Negative ja, ist vor allen Dingen dieses, was ich gerade schon angeschnitten habe. Man sieht nicht viel Neues. Ja. Bei mir war es oft so, ich muss sagen, dass ich im Vergleich, ich habe es ja gerade im Ingame-Material schon angeschnitten, Assassin's Creed gegen Prince of Persia, das Spielprinzip ist ja eigentlich ähnlich, ne? Man hat dieses Klettern, wobei halt bei Assassin's Creed mehr das Morden, das Mäulchen im Vordergrund steht, also der Kampf, ja, und das Klettern auch vorkommt, aber irgendwie nicht so im Fokus steht. Und bei Prince of Persia ist es genau umgekehrt, ja. Und ja, was mich so ein bisschen genervt hat, ist, man hat so ja, diese Kletterphase mir zu lang, ja. Also man geht in einen Raum, der ist ewig lang, man muss irgendwie 7 Stunden da irgendwie durch sich hangeln und klettern. Da hat man es geschafft, da kriegt man eine kleine Sequenz und dann kommt man zum nächsten Raum und muss den wieder durchklettern, ja.
Ich finde aber auch, dass ein paar gute Ideen umgesetzt worden sind. Ihr seht schon, ich rausche immer hin und her, das ist eigentlich schon wieder positiv. Diese Idee mit dem Wasser, was man einschmelzen kann und das ganze Skillsystem finde ich auch gut. Dieser Wirbelwind, habt ihr gesehen. Also sind schon einige Neuerungen dabei, aber im Prinzip ist das Grundspiel dasselbe, was man schon seit Generationen spielt. Das werden die einen positiv sehen und sagen, geil, weil ich will Prince of Persia spielen und nichts anderes, ja. Bei Splinter Cell, erinnert euch daran, da ist genau das nicht eingetreten. Man hat irgendwie sich weiterentwickelt und was Neues versucht. Das ist jetzt bei Ubisoft, bei Prince of Persia nicht so der Fall, ja. Das ist das alte Spiel, ja. Und es sind zwar ein, zwei Neuerungen dabei, aber die sind nicht so gigantisch, ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn, verehrte Community. Wenn ihr Prince of Persia mögt und das für euch das richtige Spiel ist und ihr jeden Teil gerne gespielt habt und wenn ihr auf dieses stundenlange Klettern und Hindernisse überwinden und sich Strategien überlegen, wie komme ich hier jetzt raus aus dem Raum, wenn euch das Spaß macht, ist es hundertprozentig das richtige Game für euch. Ja? Ich muss auch sagen, dass ich nach anfänglichen, ja, oh, immer dasselbe, schon auch echt Spaß an dem Spiel hatte. Wenn ihr erwartet, dass sich das Spiel weiterentwickelt hat, großartig, und große Neuerungen kommen, wie zum Beispiel bei Splinter Cell Conviction, ja, gut, das haben wir halt ja auch nur Hälfte positiv gesehen. Die andere Hälfte hat gesagt, Mensch, wir wollen unser altes Splinter Cell wieder haben. Ihr kriegt hier auf jeden Fall bei Prince of Persia das, was es schon seit Generationen von Prince of Persia gibt und nichts anderes. Ja? Ja, wie bewerten wir das ganze Spiel? Das ist natürlich wieder so eine Sache. Die großen, großen Medien und Plattformen bewerten das Spiel so im 80-85% Bereich. Ja? Und ja, ich glaube, einer hat auch 88, also wird halt, ja, jetzt nicht überschwänglich gefeiert, aber das, was ich jetzt sage, liest man da auch so raus. Ich würde das Spiel mit 82% bewerten, ja, damit schrammt es zwar knapp am Svenio Game Test Award vorbei, aber, ja, keine Ahnung, also ich kann ja nicht jedem irgendwie den Svenio Game Test Award geben, soll halt schon nur für die allergrößten Top Games sein, und ich finde 82% eine solide Wertung, ja, wo ich auch dahinter stehe und sage, das ist absolut angemessen. Für Fans ist es das Größte, ja. Für Leute, die da nicht so begeistert von sind, wird es meiner Meinung nach relativ schnell langweilig, ja. Gut. In diesem Sinne, liebe Community, wir sind durch. 82% ist die Wertung für Prince of Persia The Forgotten Time, die vergessene Zeit. Nächste Woche, liebe Community, sind wir wieder in meiner Schule unterwegs. Ich weiß, dass ihr euch jetzt freut und gerade eine Jubel-Laola durch Deutschland geht. Ich habe das neue Mario am Start. Die Jungs von Nintendo waren so großzügig. Mario Galaxy Wii, ja, 2. Und ja, ihr kennt das ja, die letzte Woche Zeugniskonferenzen stehen schon fest oder waren schon. Das heißt, man hat noch eine Woche Schule und normalerweise gibt es da nur Vertretungsunterricht und Filme gucken und Sport machen. Haben wir auch natürlich auch eine Menge bei dem geilen Wetter. Aber wir haben auch einen Nintendo-Tag gemacht in meiner Schule, in meiner Klasse, und haben Mario gespielt. Ja, das Neue. Und ja, nächste Woche, ich schneide gerade, weil es wirklich viel Material ist, ihr kennt das ist viel Arbeit. Wir haben da auch Interviews und so bla 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 bla. Und deshalb gibt es nächste Woche kein direktes Schul-Special, aber es gibt auf jeden Fall auch eine Wertung von meiner Klasse dazu. Ja, das wird also damit reinkommen. Von daher werdet ihr nächste Woche wieder, ja, meiner Schule zu Gast sein. In diesem Sinne, noch 3 Tage in den Sommerferien, dann gibt's wieder mehr Stevino. Der Stress ist dann endlich vorbei. Schön, dass ihr dabei wart. Ich danke euch dafür. Das war der Stevino Game Test zu Prince of Persia. Wir sehen uns nächste Woche wieder in alter Frische. Ja, schöne Woche und gutes Wetter wünsche ich euch. Und natürlich ein Sieg gegen Ghana, ist ja wohl klar. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Entwickler. Ich für meinen Teil kann nur das Beste über Ubisoft berichten. Deutsche PR ist großartig. Schönen Gruß an den lieben Björn. Und jetzt klingelt das Telefon und ich könnte ausrasten. Ja!